Ja, rap, meine lieben Freunde. Wir haben heute die Ersatzlieferung gekriegt für einen Nagatzen. Ja, ich freue mich voll für Manuel, dass das hingehört hat. Weitere Erklärungen gibt es dann zum Schluss vom Video. Genau, jetzt werden wir ihn erstmal zusammenbauen, schauen, wie das Ganze funktioniert, was wir da gekriegt haben. Und ja, wir legen mal los. So ist es. Bis gleich. Bis gleich. Ja, da haben sie jetzt wirklich Angst gehabt, dass da irgendwas wieder kaputt geht. Schipper? Und Manuel, macht Spaß? 20 Jahre später. Zwei Arme. Welcome to the Titeljack. Auf einmal wieder ganz ernst, wo ich gerade meinen Hals lecken. Der missverstandene Held. Eigentlich hat Nagato mit seinem, also er ist ja der auch von Hiraya so als Auserwählter gesehen worden, dass er eben den Frieden bringen kann. Hat er ja auch vorgehabt. Und ich glaube, die Umsetzung war halt einfach die falsche. Ja, weil er ist quasi über Leichen gegangen. Ja. Und so wie er den Weltfrieden haben wollte, durch Angst, ist, glaube ich, der falsche Weg. Glaube ich auch. Prinzipiell aber trotzdem ein echt cooler Charakter. Nein, also er war deswegen jetzt da für mich kein wirklicher Bösewicht. Ja. Nur dazu, wie er dann alles erklärt hat, wie er da sein Gespräch mit Naruto geführt hat. Genau, ja. Aber es war halt komplett falsch, wie es angegangen ist. Mhm. Also von dem her missverstandener Held, das ist zweideutig, kann ja, man sagen. Ja. Einerseits ja, andererseits, nein, er war einfach ein Größenwahnsinniger. Ja. Was haltet ihr von Nagato? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja. Würde uns interessieren. Für mich einer der coolsten Antagonisten in der Naruto-Geschichte, also mit Pain im Zusammenhang halt nur. Ja, also da bin ich voll bei dir. Ja, ja. Bauen wir den Scheiß zusammen. Bauen wir den Scheiß noch zusammen. Da sind wir wieder. Manuel, bist du glücklich? Ja, sehr sogar. Der Arm ist da, sein linker Arm, Ja. Sein linker Arm hat gefehlt. Habt ihr ja gesehen im letzten Video, wenn nicht, es ist hier oben verlinkt. Könnt ihr gerne reinschauen. Der war gar nicht in der Schachtel drin. In dem Fall habe ich dann mit FNC Kontakt aufgenommen und habe den über den ihren Chat, wenn man auf PC FNC öffnet, gibt es das Chatfenster, dann kann man mit denen schreiben. Hab denen da die Fotos geschickt, dass das fehlt und habe auch sehr schnell eine Rückmeldung gekriegt, dass ich das ersetzt kriege. Und nachdem ich die Rückmeldung gekriegt habe, hat es circa anderthalb Wochen gedauert, dann war die Hand bei mir. Also habe mich gewundert, dass sie mir nur die Hand geschickt haben, weil so war es eben selber zum Kleben, habt ihr ja vorhin im Video gesehen. Weil ja, eigentlich wäre es der ganze Körper gewesen, genau, mit der Hand. Ist für mich jetzt aber nicht so schlimm, weil der Bruch da hinten drin, oder es wird ja von denen da auch noch reingeklebt. Da hinten drin sieht das kein Mensch und nee, weil ist voll in Ordnung. Es ist interessant, es war jetzt eigentlich auch kein Bruch. Na? Es schaut da aus, als ob die Hand dort mal reingeklebt war. Aber der Kleber vielleicht nicht gehalten hat und das rausgefallen ist, die Hand. Aber muss, wie gesagt, vor dem Versand passiert sein, weil es war definitiv nichts drinnen in der Schachtel. Das war gar nichts in der Schachtel. Das muss wirklich auch von der Produktionsstätte aus so geliefert worden sein. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, top Kundenservice und Bearbeitung von FNC war super. Ja. War auch dann gut verpackt, wie ihr gesehen habt, die Hand. Also die hätte, glaube ich, nicht mehr kaputt gehen können. Nein, muss ich sagen, super schnell und super gut abgehandelt, das Ganze. Ja. Und jetzt bin ich sehr froh, dass er endlich zusammengebaut da steht, weil ich finde ihn mega gut. Mir gefällt er richtig, richtig gut. Die Genomaso-Statue unten mit den Dracheneffekten, die da rauskommen aus dem Mund. Das sieht einfach geil aus. Das war ja der Kampf gegen Hanzo, dem Salamander, wo er dann so durchgedreht ist, wo Yahiko gestorben ist. Boah, ja. Ziemlich geil. Bin ich froh, dass ich sie gekauft habe. Von Nagato gibt es eh nicht so viel und deswegen bin ich sehr froh, dass ich die noch ergattern konnte.
konnte. Na, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr schöne Statue, gefällt mir sehr gut. Verarbeitungsmäßig hätte ich gesagt, war alles gut. Abgesehen ist halt eben von der Hand, die gefehlt hat, ist ja halt einfach so, aber so im Gesamten, die Bemalung ist recht schön, die Passformen waren super, also da hat wirklich alles auf Anhieb gepasst, wenn man es in der richtigen Reihenfolge macht, weil bei dem einen Teil, das hätte ich vorher einbauen müssen und ja, das weiß man vorher nicht. Das weiß man nicht, aber so, ich glaube, das hält alles gut und na, es ist clear, alles magnetisch. Das Clear Racing schaut auch super aus, ja. Das Konzept von der Statue gefällt mir sehr, sehr gut, ja, na, kann man nicht meckern. Nein. Was noch ein positiver Punkt für mich ist, ist dieses kleine Kärtchen, was da dabei ist. Das Limitierungsschild, weil das ist wirklich ein Schild. Das ist ein Schild, kann man sagen, ich weiß es nicht. Es ist zwar auch nur ein Bild aufgedruckt, aber ist irgendwie cool. Ja, bin ich sehr zufrieden. Na, also ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Ich auch nicht, außer lasst ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt. Oder einen Kommentar. Genau. Und gerne könnt ihr uns auch abonnieren. Wir sind auf dem Weg zu den 200. Oh ja, immer noch. Ein kleines Ziel vielleicht, aber wir würden uns sehr drüber freuen. Ja, vielleicht haben wir die 200 schon, wenn das hochgeladen wird. Ja, vielleicht haben wir die 200 auch schon, dann seid ihr halt auf dem Weg zu den 300. Machen wir 250. Ja. Ja, jetzt kommen noch ein paar schöne Aufnahmen. Ja, und von dem her, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, Rob.